Dann Seilspringen, noch eine andere Seite. Bei Nummer 6. Dann kommt unsere Kraulspinnübung. Zuerst 15 Sekunden halten. 15 Sekunden mit Beinen dazu. Okay. 30 Sekunden Seilspringen. Nachher eine kleine Paracuda-Übung auf dem Rücken liegen. Bein nach oben, Füße lupfen, wieder ab. Füße lupfen, wieder ab. Okay? Von da probieren hoch. Eins und los. Jahre sind es jetzt, dass du hergekommen bist. Ich kann mich erinnern noch, Lima Nixon, Ursula Palmi, wo du angefangen hast, dann deine Schwiegermutter, dritte Uitz, dann ist die erste Trainerin gekommen, Profitrainerin, du bist dann die zweite gewesen. Und dann hat die Blogerei angefangen. Wir haben es vorher ein bisschen zugeschaut, oder? Also heisst es auf Zeit und Spagat und ab und rauf. Also ist das immer so, so streng? Also ja, es ist streng. Also es ist ein sehr vielseitiger Sport. Und da sehen Sie, wir müssen sehr viel trainieren. Zwar Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, neben das Schwimmen und die Paddeltechnik und die Figuren, was sie dann im Wasser lernen müssen. Und ja, wenn man vorwärts will als Gruppe, dann müssen wir alle dranbleiben. Aber was bringt es zu Spagat? Das kannst du im Wasser nie machen. Doch. Echt? Gell, es ist überhaupt etwas. Im Film sieht alles so spielerisch aus, so locker aus. Aber es ist eine riesige Anstrengung. Und was vielen auch nicht bewusst ist, ich habe schon mehrmals gefilmt bei der Gala, es ist allen nicht bewusst, man darf nicht abstehen. Also wer absteht, ist eh aus und vor, oder? Das ist so. Also abstehen darf man überhaupt nicht. Also es wird dann eine Penalty geben am Wettkampf. Die meisten größeren Wettkämpfe sind in Bädern, die 2 bis 3 Meter tief sind. Also es ist gar nicht möglich zum Abstoßen. Aber wenn es mal passieren würde, also dürfen sie noch so kurz berühren, ist nicht schlimm, aber wenn es absichtlich wirklich draufstehen, dann gibt es knallharte Penalty in Abzug. Eben, und wenn jetzt jemand auf einem so verkleideten Styroporteiler daherkommt, stehend, eine Girl, und das kommt daher, dann wird es unentreit von Schwimmerinnen, die eben auch nicht abstehen, oder? Das ist so, ja. Es sieht eben von Zuschauerinnen und Zuschauern sieht es zum Teil wirklich viel, viel ja, leichter aus, wenn es ist. Ja, das ist eigentlich auch die Idee dahinter. Es sollte nicht nach Arbeit aussehen, sondern möglichst eben leicht. Und das ist aber auch ein bisschen trügerisch. Da meint man, ja, das ist ja gar nicht so schwierig. Dabei ist es aber auch noch schwieriger, damit man eben einfach präsentieren kann. Und braucht eine riesige Kondition. Also ich kann mich erinnern, Karin Singer, das ist ja unglaublich, als Kameramann, das kannst du vergessen. Die ist untertaucht, geht eine Minute lang, hat gar nicht gewusst, kommt sie irgendwann wieder. Hast du nicht gewusst, wo kommt sie wieder? Also, und das braucht eine Kraft, Kondition, auch dass du so lange kannst jetzt quasi ohne Schnaufen und Tunnel eben deine Figuren machen. Ja, das ist so. Und es hat eben, der Synchronschwimmer hat einen grossen Wandel gemacht über die Zeit. Aber früher ist das so Trends gsi, dass der in Solo zum Beispiel, die erste Figur ist der ganze Länge gegangen, irgendwie 45 Sekunden. Jetzt ist es nicht mehr ganz so lang, dafür ist alles viel schneller und komplexer geworden. Also es läuft einfach viel mehr und ist trotzdem eben noch extrem anstrengend. Also als ob man wird, eben während man springt, gerade Luft anhalten. Wir hatten Giorgio hier, der ist der Bruder von eurer Trainerin, die ihr auch hier hinter meiner Seine. Was mich immer erstaunt ist, oder wirklich genau zur richtigen Zeit zur Musik dann rauskommen. Also hörst du die Musik dann unter Wasser? Ja, da können wir die Musik unter Wasser. Da hat es spezielle Lautsprecher, die man unter Wasser
kann Musik hören und es ist einfach eben nicht gut, wenn die nicht funktionieren, dann gibt es eben gerade Probleme. Seit 6 machst du den Sport selber in den USA. Du hast vorher gesagt, in der Schweiz ist es noch relativ viel. Jetzt gemessen dem Geld, die USA 390 Millionen, die Schweiz mit 8 Millionen. Also relativ viele Synchronschwimmerinnen und Synchronschwimmer. Jetzt machst du das auch mit deinen Töchtern. Ich habe vorher jetzt gehört, ein paar sagen, oh, es tut weh, der Spagat, dies, jenes. Hast du nie ein Motivationsproblem als Mama, dass sie nicht wieder können? Ja, also die Schwimmerin müssen selber willen, ist klar. Also wenn die Motivation nicht da ist von der Schwimmerin, dann erreicht man nichts. Und weil es eben ein Gruppensport ist, ist es wichtig, dass alle Schwimmerinnen motiviert sind. Sonst hat man ein Problem in der Gruppe selber. Aber meine Mädchen so weit eben, sind voll motiviert, machen es gern und ja. Ist das nie ein Problem? Wir sind gerade in der Gruppe in der Gala, wo wir es dann nachher gesehen, wo wir einspielen, das hat jetzt mal zwei Linien. Und in der Mitte ist eine Schwimmerin, die dann doch sehr im Fokus steht, die auffällt, die kann Figuren machen. Und die anderen sind fast wie so Statisten, halten es eigentlich die Abgrenzung. Ist das nie ein Problem in der Gruppe? Das heisst auch, die darf es das machen und wir müssen da so ein bisschen, ja, weiss nicht, gar nicht durchspielen. Ja, ich glaube, der meisten ist es ja klar, dass es liegt hier und dort über eine, die noch ein bisschen ins Spotlight kommt. Aber die wissen auch, sie ist eine, die man ins Spotlight her tun kann. Es ist natürlich dann immer wieder eine Sache, wenn man mehrere Schwimmerinnen hat, darf man nur 8 Schwimmer am Wettkampf im Team teilnehmen. Und wenn man eben Platz 9 oder 10 hat, ist das manchmal eben sehr schwierig. Aber so sind die Regeln und wir müssen, eben, es ist ein Wettkampfsport und wir nehmen dann die 8 Besten. Es ist nicht immer einfach als Trainer zu entscheiden, wer sind jetzt die 8 Besten. Aber es ist auch nur eine Lebensschule, wie kann ich mich eben steigern, damit ich rein mag und wie kann ich damit umgehen, dass ich eben mal auf einer Ersatzbank sitzen muss. Du machst ja beim Interview recht einen lockeren Eindruck, auch bei diesen Galas fällt mir auf, es gibt immer Applaus, man spricht sich zu, man lobt sich und so weiter, aber es ist wirklich knallhart, gell? Also entweder kommst du weiter oder bleibst du hocken. Ja, es ist so, eben wie gesagt, die Motivation muss da sein, sonst ist da bleibt man einfach hinten. Also die motiviert sind, regelmäßig ins Training kommen, Die machen Fortschritt und wenn man nicht mitmacht, ist dann irgendwann mal eben am Schluss und dann ist Motivation dann auch noch schwierig. Muss man sagen, du wohnst in Appenzell, du fährst also so hin und her, 3-mal in der Woche sicher, oder? Ja. Oder noch mehr? Du darfst gar nicht sagen. 4-mal. 3 bis 4-mal, je nachdem. Also voller Einsatz, gell, natürlich. Also, und wie oft trainieren jetzt zum Beispiel die, die wir das vorher gefilmt haben? Das ist jetzt Jugend 2, oder? Das ist Jugend 3. Die sind 10- bis 12-Jährige und die trainieren 3-mal in der Woche. Ja. Also zwischen 8 bis 9 Stunden in der Woche. Insgesamt. Darunter läuft nichts? Doch. Ja. Also Jugend 4 Team haben wir jetzt dieses Jahr eine kleinere Gruppe. Die haben bis zu der Gala 2-mal in der Woche trainiert. Die fangen jetzt neu an, eben ein drittes Training, damit sie hoffentlich auch jetzt im Frühling auch ein paar Wettkämpfe bestreiten können. Und die Einsteigergruppe ist dann das Mini-Team. Die trainieren am Anfang 1-mal in der Woche und jetzt haben sie aussätzlich einfach genommen, vor allem ein Schwimmtraining am Freitag, weil es ist für die Grundlage aber sehr wichtig, dass sie wirklich gut und richtig schwimmen kann. Sonst kann man gar nicht Synchronschwimmen machen. Wir sehen das in Galen, oder? Wirklich eine super Schau. Du machst das, ohne dich gäbe es das gar nicht. Du machst das wahrscheinlich schon, weißt du, 2 Jahrzehnte, oder? Ja. Zusammen mit den Schwiegereltern. Ja, also eigentlich, wenn ich gekommen bin, war meine Schwiegermutter schon draußen. Und deine Mama muss auch mit? Ja, er muss auch mit. Ja, er ist eben schon als Kind und als Bruder auch immer mitgeschleift worden. Und hat dann damals, also ist eigentlich noch gut für uns, weil er hat das schon vorher kennt. Dann ist er damit aufgewachsen und weiss, wie das Leben ist mit Synchronschwimmerinnen. Und in der Gala gibt es solche, die wirklich auch Chancen haben, also auch international, die auch bei der Olympiade Chancen haben. Ich glaube, Karin Singer hat mal 5. Platz gemacht, glaube ich. Ja. Geschwister sind auch noch beide, sie waren Geschwister, haben auch einiges gemacht. Mhm. Also haben wir eine Chance, SC Flöss als Synchronschwimmerinnen bei der Olympiade etwas reisen? Ja, also ist es durchaus auch möglich, dass Vivian Koch und Noemi Peschel die Qualifikation können für sich gewinnen. Sie haben sich jetzt wieder neu zusammengetan als Duett. Noemi war früher bei uns gewesen. Und jetzt sind sie wieder zurückgekommen, damit sie besonders mit Vivian auf das Ziel arbeiten kann. Und wir hoffen jetzt das auf das Beste. Man sieht, wie viel Anstrengung, wie viel Punch, oder wie viel auch für Zuschauer, nicht Zuschauer, wie viel Schönheit dahinter ist, wie viel Graziöses und natürlich Synchron und dann die Koordination und alles, was da mitspielt. Warum ist das so ein Sport, der doch relativ wenig Zuschauer anzieht, und man eigentlich als Eltern brutal viel muss zahlen, also schlecht mit Sponsoring ist? Warum ist das?
Da weiß ich eben selber nicht. Also, ist ja komisch, obwohl, he? Obwohl eben am Olympiade ist Synchronschwimmen meistens die erste ausverkaufte Event. Ja, eben. Weil da ist dann wirklich die Zuschauer, würden es sehen. Das ist Tennis genau das Gleiche. Ist auch sehr, sehr beliebt, Olympiade. Aber sonst so, da würde ich etwas nachzuholen, oder? Ja, ja. Also, ihr werdet nicht verlegen, wenn ihr einen Sponsor würdet finden irgendwie. Nein, auf jeden Fall. Wir wären sehr froh, wenn wir wieder ein bisschen mehr Unterstützung in der Region könnt finden. Weil eben vor allem für die Schwimmerin, die weiter wird gehen, ist es natürlich ein steiler Weg. Und es braucht noch viel, nicht nur Training, aber auch finanzielle Unterstützung, auch für ausländische Wettkämpfe. Eben einmal nach China, nach Tokio, auch nur in Europa, braucht es dann eben auch noch viel für finanzielle Unterstützung. Die allerletzte Frage. Gala 2018 gibt es wieder, oder? Ja, ich glaube schon. Oder hätte dein Mann gesagt, so, irgendwann mal muss es fertig sein? Ja? Nein, also die Gala ist natürlich auch für den Schwimmer ein wirklicher Highlight vom Jahr. Also meine eigene Tochter hat letztens gesagt, dass die Gala ist das Beste, das ist besser als Weihnachten. Und ich denke, für die Schwimmerin, also wir müssen fast die Schwimmerin zuliebe das Gala machen. Wir hoffen einfach, dass auch die Leute in der Region, nicht nur die Eltern und die Familie, aber auch andere Leute kommen mal schauen. Es ist einfach noch einen schönen Abend und einfach noch geniessen und ein bisschen über den Sport lernen und kennenlernen. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Gala, wie ihr es so gesehen, das ist wirklich eine riesige Anstrengung, die sich lange vorbereitet hat. Sponsoring wäre eben erwünscht in der Region, auch darüber raus. Und eben, wie gesagt, da kann man mitmachen. Gell? Also, wenn man jetzt Kind hat, so, da kann man sich anmelden. Braucht einfach wirklich Einsatz und ohne das geht es nicht. Nur ein bisschen rumpaddeln, ein bisschen rumschwimmen, das bringt gar nichts. Oder? Ja. Am Anfang einfach dabei sein und meistens, wenn die Kinder das wollen, sind sie angefressen und dann die wollen sie es machen. Und so geht es weiter. Sie würden es nicht machen, wenn sie es nicht gerne machen. Und was dann resultiert, da sehen wir jetzt die Show, die Gala. Eben, Debüts und ein Haufen anderer, die mitgeholfen haben.